Ich pack aus. Jo, hallo Leute, hier sind wir da, euer Ich pack aus. Und zwar wieder mit etwas Japanischem. Und ich glaube, heute werde ich sterben. Ja, ich habe das im Laden gesehen. Und ich habe mir gedacht, ich bin absolut nicht der Pepperoni-Mensch. Oder der Chili-Mensch. Oder der richtig heftige... ist ja gar keine Pepperoni, was erzähle ich hier? Chili-Mensch, ja. Aber einmal in seinem Leben muss man sterben. Und hier ist es. Hier unten steht Karasa no irgendwas, aber Karasa, also Karasa meine ich, ist es, und das heißt Schärfe, ja. So nach dem Motto Schärfegrad 5, ja. Das heißt, das wird mir wahrscheinlich mein alles zerstören, was jemals da ist. Kaete Kita heißt eigentlich, ist es zurück, hä? Im Jahr 2003 kann ich leider nicht lesen. Aber die sahen aus wie von Funny Frisch, diese kleinen Ringlis, ne? Da habe ich mir gedacht, nimm's mal mit. So, wir sehen uns das hier hinten mal an. Da, japanische Snack, ja? Habanero-Geschmack. Habanero kenne ich leider nicht. Das ist bestimmt irgend so ein ganz berühmtes Chili-Zeug oder so. Und ich kenne es wieder nicht. Ich bin mega schlecht in Zutaten und Lebensmitteln so. Zutaten sind aber Kartoffeln, Pflanzliches, Öl, Chili, Salz, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Zucker, Hafer... Was? Hefe, Extrakt, Pulver, Glucose und Hydrolyse. Ich glaube, das wird mich töten. Japanisches Erzeugnis, importiert durch JIC GmbH Asian Food in Willich. Alles klar. Sekai Onakaseta. Ach du Scheiße. Sekai Onakaseta. Das heißt, also irgendwas, was die Welt heulen lässt, weinen lässt. Ach du Scheiße. Oh oh. Das kann ich mir nicht antun. Okay, Leute, wir tun's. Da, von Tohatu wieder. Falls ich sterben sollte, Tohatu ist schuld. So, dann gucken wir es uns mal an. Boah, ich habe wirklich, ehrlich gesagt, habe ich echt ein bisschen Schiss vor diesem Ich-Pack aus. Boah, es riecht eigentlich noch human. Es sieht auch human aus. Aber, oh nein, ich will das nicht tun, Leute. Wird dieses böse Gesicht mich umbringen? Okay, Leute, auf geht's. Hä? Oh. Oh, fuck. Oh. Ja. Doch schon. Oh. Komm, einen schaffe ich noch. Oh mein Gott. Oh. Warte. Ich brauche grünen Saft. Das ist echt übel, Mann. Oh, für jemanden, der Chili überhaupt nicht gewohnt ist. Ja. Für den ist das hart. Oh ja. Die sind wirklich übel. Also wenn ihr mal mit eurem Freund eine Wette machen wollt oder so. Was ist das? Habanero. Ja, würde ich sagen, hau da rein und sag dem Jungen, die Tüte bitte aufessen. Ja, aufessen innerhalb von einer Stunde. Na, sei mal nicht so großzügig. Viertelstunde aufessen. Boah, den brennt, der hat keinen Geschmacksnerv mehr hinterher. Wirklich, dem brennt die Welt weg. Die sind echt übel scharf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also scharf, ja, nimmt man scharf, ne? Also das Gesicht ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Die guten Tohatu, Alter. Da habt ihr aber wieder ganz schön übertrieben, meine lieben Freunde. Hier, da habt ihr aber wieder ganz schön übertrieben. Nun gut. Jo, Leute. Das waren sie. Unsere kleinen Habanero. Und ja, kann ich euch empfehlen, wenn ihr wirklich... Chili sehr mögt und es scharf mögt, ja, dann kann ich euch empfehlen, seid ihr so wie ich, der das nicht so mag, ja, dann würde ich euch nicht empfehlen, weil mehr als die zwei kann ich davon echt nicht essen. Mal gucken, vielleicht essen meine Schwestern das. Ich weiß echt nicht. Jo, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Ich pack aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich kaufe nie wieder. Ich glaube, ich lasse das nächste Mal sein mit diesen komischen Gesichtern da drauf. Ey, das kannst du keinem antun. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.